Weiter geht's mit die Legende von Zelda 1, Teil 1, die erste Legende. Wobei laut der offiziellen Timeline ist es nicht die erste Legende. Sondern eine spätere. Ich weiß jetzt auch nicht die Details. Ich muss jetzt ganz weit weg. Das ist ganz weit hier drüben. Und ich laufe den falschen Weg. Das ist auch mal sehr passend. Und praktisch. Schade, dass die Gegner respawnen, wenn man einen Dungeon macht. Das ist schade. Also für mich jetzt. Oh. Lass mich doch leben. Was habe ich hier getan? Diesmal gehe ich in den Dungeon, den ich schon ein paar Mal gesehen hatte, in den ersten Erkundungsparts. Der ist ganz hier drüben, wenn ich dann irgendwann mal da bin. Ja, endlich. Hier muss ich nämlich hoch. Und weiter dem Weg folgen. Immer weiter geradeaus. Zumindest von links Sicht aus. Hier geht's nach unten. Und hier ist der Dungeon. Da ist Manji. Was die Dungeon-Form angeht, es könnte bei Personen, die aus eher westlichen Gebieten stammen, andere Assoziationen hervorrufen. Ist aber nicht beabsichtigt. Zack. Noch ein Schlüssel, nice. Oh nicht die. Das sind starke Gegner, diese Gangster. Ah, die kann man nicht mal von vorne angreifen. Da war ja was. Da erinnere ich mich an was. Ah toll, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wo der Boss ist, das bringt mir rein gar nichts, wie Sie wissen. Gute Idee eigentlich, mal meinen Bumerang zu verwenden. Bringt zwar nichts, aber der Wille zählt. Der bringt ja rein gar nichts, der kann ihn nicht mal von der Seite stunnen. Vergiss es. Wenigstens sind sie schon langsam, dass man sie dann von hinten abstechen kann. Ach, die Tür öffnet sich. What the fuck? Das ist hier jetzt Lag, liegt daran, weil ich einen Hack aktiviert habe. Der das Sprite Limit disabled. Mag ganz gut sein, wenn das NES dann nicht abkackt. Ich könnte zwar auch overclocken, aber ich glaube dann würde das Spiel auch an sich schneller laufen. Das ist jetzt nicht im Sinn der Sache. Ich weiß nicht, ob hier drin was von Wert sich befindet. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier drauf gehen werde. Vorausgesetzt, ich hätte nicht das Elixier mit. Kann ich das verwenden oder ist es nur... Ich kann es verwenden. Ja, ich will mich mal auf... Ich finde, das kann ich jetzt schon mal verwenden. Das ist natürlich meine Lizenz. Man braucht nämlich in Hyrule eine Lizenz dafür,
sich Medikamente kaufen zu können. Das erinnert mich tatsächlich an unsere Welt. Ach, Junge, was ist das? Und am Ende bekomme ich hier nicht mal was wetten. Danke. Das war bitter nötig. Ah, fuck. Wenigstens ist jetzt nur noch einer. Oh nein. Das war's null wert. Ich brauche eine Karte. Kein Schlüssel, keinen anderen Scheiß, eine Karte. Kann mein Schwert nicht einsetzen. Doch jetzt. Drop bitte die Karte. Oh, schade. Die sind unbesiegbar, nicht? Ja, komm, was probiere ich überhaupt? Ich gehe einfach weiter, ich glaube nicht. Also ich kann bestimmt was verschieben, aber ich glaube, es bringt nicht mal was. Ich müsste es nämlich mehrmals verschieben, damit ich auch wirklich vorbeikomme. So, du da unten. Deine Tage sind gezählt. Deine Existenz wurde jetzt gerade beendet. What the fuck? Okay, ich dachte schon, die sind jetzt doch gerade von vorne angelaufen. Ich habe sie trotzdem hitten können. Wahrscheinlich müsste das immer erst laden oder so. Das ist auf jeden Fall eine seltsame Situation. Und Zeitverschwendung war es auch. War ich hier schon oder war ich hier noch nicht? Ich glaube, hier war ich schon. Ich gehe nach oben, weil der Boss weiter drüben ist. Ich muss bestimmt was verschieben. Oder? Oder etwa nicht? Nun bin ich verwirrt. Ich kann höchstens mal die Seiten wegsprengen. Hä? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Als ob ich das nicht gemacht hätte. Did you get the sword from the old man on top of the waterfall? Yes, I did get the sword from the old man on the top of the waterfall. Ist alles, was sie drin zu finden gibt, ernsthaft? Drop mir die Karte, drop mir die Karte. Warum bleibt ihr auf einmal stehen? Das irritiert mich. Drop mir nicht die Karte. Ja, Mann, oh nein. Ich bin in Versuchung nachzuschauen, wie dieser Dungeon aufgebaut ist, um mir die Karte zu besorgen. Das würde aber wiederum bedeuten, dass ich die Karte nicht mehr brauche. Hier ist die Karte. Okay, oben war ich überall. Ich habe schon wieder eine Bombe gesetzt. Ach, das sehe ich doch. Ich muss nicht immer switchen. Ich sehe es doch. Da kann ich runter. Ja, das kann ich lang. Ich war überall, ich muss nur noch dem Dungeon folgen. Oh fuck. Ja, dreh auf einmal um. Okay, sind nicht so reckless da reingehen. Was ist das jetzt? Ein Nervraum, kann man das so nennen? Ein nervenraubender Nervraum. Hallo?
Alter. Das ist lächerlich. Ich kann. Der Witz ist, man wird, wenn man. Wenn man eins dieser. Von diesen Bällenteilen berührt. Ah, ich wusste es. Oh fuck, das wird immer schneller. Ich habe anscheinend unendlich viele Pfeile. Ha! Easy! Also Pfeile sind auf keinen Fall eine Mangelware, oder? Ich verliere jetzt mal einen Rubin. Okay, okay, jetzt hast du dich geklärt. Ja, rein da. Um es mal so auszudrücken. Ich kann noch was machen. Ich kann auf jeden Fall noch was machen. Ich kann nämlich dem Weg folgen, dem ich folgen muss. Ich könnte mir, by the way, auch mal wieder ein Elixier besorgen. Das mache ich vielleicht dann später. Ich laufe mal den Weg. Ich finde, der ist unkomplizierter. Also ich laufe jetzt einmal ganz nach links und dann von ganz nach links laufe ich ganz nach oben. Was laufe ich mit links? Also ich meine rechts. Ich sage immer zu rechts und links, sage ich einfach links. Ich weiß nicht warum. Es ist wie, als wären diese Wörter in meinem Kopf synonym. So. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht, deshalb, keine Ahnung. Das ist tatsächlich nicht eingezeichnet auf meiner Komplettlösung. Ich werde es einfach mal mitnehmen. Muss ich das ausrüsten? Wie setze ich das Floß ein? Ah, anscheinend gar nicht. Okay. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, der mir noch nicht bekannt ist. Ich lasse es einfach erstmal. Und mache das, was von der Komplettlösung her vorgesehen ist. Denn das war gerade nicht vorgesehen, dass ich darüber gehen könnte, um mir das Herz zu holen. Vielleicht fehlt da noch irgendwas Bestimmtes. So, jetzt ist die Frage, gehe ich noch zum nächsten Dungeon? Mach ich im nächsten Part. Ja, ich gehe nochmal rein. Und ja, dann bis zum nächsten Part.